Bevor es beim nächsten Hochtouren-Grundlagenkurs am 17. August endlich ins Eis geht und wir uns praktische Fertigkeiten ansehen, müssen wir heute nochmal einen letzten Ausflug in die Theorie machen. Aber nicht gleich abschalten, denn heute reden wir über die lebenswichtige Seilschaft. Der größte Unterschied zwischen dem normalen Bergsteigen auf der Erde oder dem Fels und den Hochtouren am Gletscher ist vor allem das Seil zwischen allen Bergsteigern. Denn damit garantieren wir unser Überleben im Falle eines Spaltensturzes. Aber Seilschaft ist nicht gleich Seilschaft. Denn je nachdem, wie viele Leute in deiner Gruppe unterwegs sind, musst du die richtige Seillänge wählen, den richtigen Abstand und eventuell auch Bremsknoten einberechnen. Außerdem muss in einer Seilschaft die richtige Person vorausgehen und auch die richtige Person hinterher. Hört sich alles ziemlich kompliziert an, aber im Folgenden probiere ich das einfach mal so schnell und einfach wie möglich auf den Punkt zu bringen. Fangen wir bei der Seillänge an. Die Seillänge muss an die Seilschaftsgröße angepasst werden. Trotzdem hat sich heute als Mindestlänge das 50 Meter Seil etabliert, denn damit lassen sich auch in einer Zweierseilschaft noch relativ gute Rettungsaktionen umsetzen. Also je länger das Seil, desto besser. Dann können zumindest auch einfache Rettungen mit der losen Rolle beispielsweise umgesetzt werden, was aber bei einem kürzeren Seil vielleicht eher nicht mehr möglich ist. Trotzdem haben alle Seile, die aufs Beste reduziert werden, auch den großen Vorteil, dass sie nicht zu stark ins Gewicht fallen. Man muss also abwiegen, ob man lieber leicht unterwegs ist oder im Rahmen der technischen Möglichkeiten im Notfall möglichst viel Auswahl und Komfort haben möchte. Eine pauschale Antwort gibt's da also in diesem Fall nicht. Zumindest zwei Rettungsformen sollten aber auf jeden Fall immer möglich sein. Beim Abstand sollte man sich an der Seilschaftsgröße orientieren. Die Zweierseilschaft ist hierbei definitiv die gefährlichste Seilschaftsform, da ein Spaltensturz am schwersten gehalten werden kann und sämtliche Folgeaktionen natürlich von dem Wissen und Können einer einzigen Person abhängen werden. Trotzdem hat die Zweierseilschaft auch viele Vorteile, weshalb sie gerade bei leichten Gletschern oft gesehen wird. Hierbei sollte das Seil gedrittelt werden. Das mittlere Drittel verläuft logischerweise zwischen den zwei Bergsteigern, das Enddrittel im jeweiligen Rucksack. Bei 50 Meter sind es also ungefähr 3x16 Meter, wenn man das dritteln würde. Die Dreierseilschaft ist gemütlicher. Hier bleibt mehr Gewicht oben, als in die Spalte stürzt, weshalb der Abstand verringert werden kann. Ungefähr 10 Meter zwischen den einzelnen Teilnehmern, das ist absolut in Ordnung. Das Restteil kommt ebenfalls wieder in den Rucksack des ersten und letzten. Bei beiden Seilschaftsgrößen sollte man jedenfalls über Bremsknoten nachdenken. Sie verhindern das reibungslose Gleiten des Seils am Spaltenrand und entschleunigen so einen Sturz. Das kann im Zweifelsfall den entscheidenden Unterschied machen. Pauschal würde ich sie aber nicht als immer notwendig erachten. Gerade im Frühsommer bei sehr viel Schnee sind auch in einer Zweierseilschaft Stürze ohne Bremsknoten, dafür mit deutlich mehr Seil zwischen den Partnern zu halten. Bei wenig Schnee kann das aber schon gefährlich sein, weshalb dann die Bremsknoten interessant werden. Seilschaften ab 4 Personen können jedoch definitiv auf Bremsknoten verzichten, schließlich machen sie auch das Retten etwas umständlicher und sind ab 4 Personen auch nicht mehr unbedingt nötig. Hier reicht bereits ein Abstand von 9 Metern auf alle Fälle aus. Und ab 5 Personen kann man dann den Abstand auch nochmal um einen Meter reduzieren, beziehungsweise ab 6 Personen auch nochmal um einen weiteren Meter. Den Abstand aber noch weiter zu reduzieren, ist gefährlich, denn dann entsteht das Problem eines Gruppensturzes, der statt einem, bei einer großen Spalte, auch 2 Personen in die Spalte reißt. Dann wird die Situation gefährlich und auch sehr komplex. In einer Seilschaft muss jeder Bergsteiger sämtliches Wissen mitbringen, um sich selbst, aber auch andere Personen aus einer Spalte zu ziehen. Am häufigsten stürzt die erste Person bei labilen Schneebrücken ein. Hält sie die erste Person, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite stürzt. Ganz ausschließen kann man es aber trotzdem nicht. Deshalb sollte auch Person Nummer 3 und auch Nummer 4 bzw. alle weiteren in der Seilschaft sämtliches Know-how beherrschen. Jeder könnte also jederzeit mit Retten oder Selbstretten dran sein. Besonders wichtig ist, dass jeder Teilnehmer sein Material kennt. Wer stets alles mit Rebschnüren geübt und gelernt hat, kommt mit Mikrotraktion und T-Block eventuell nicht zurecht und umgekehrt. Deshalb sollte auch nur das an Material im Gurt hängen, was für den Anwender verständlich ist und Sinn macht. Sprecht euch also hier vorher ab. Ob eine Gletscherbegehung Spaß macht oder nicht, hängt von ihren Teilnehmern und dem richtigen Verhalten ab.
Die Kommunikation ist bei einer Seilschaft viel wichtiger, als wenn jeder für sich allein unterwegs ist, da deine oder meine Entscheidungen auch alle anderen zu 100% beeinflussen. Eine Spaltenzone zu durchqueren oder zu umgehen, wird also nicht erst in der Spaltenzone diskutiert, sondern schon von vornherein geklärt. Am Gletscher selbst sollte man sich nie zu lange an Ort und Stelle aufhalten, wenn man nicht weiß, dass man definitiv an einem sicheren Ort steht. Da aber durch die teils großen Abstände die Kommunikation erschwert wird und vielleicht, gerade in Zweierseilschaften, nicht klar ist, in welcher Lage die Person vor oder hinter einem gerade ist, muss man eine Gletscherbegehung gut und vor allem gemeinsam planen. Streitereien am Gletscher sind ein No-Go. Was uns auch schon zum nächsten wichtigen Thema bringt, der Seildisziplin. Was ich am Gletscher schon an Vorgehensweisen gesehen habe, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Es ärgert mich einfach, wenn Menschen aus purer Ignoranz und egoistischem Handeln heraus ihre Partner gefährden. Dazu zählt maßgeblich die Seildisziplin. Das Seil zwischen den einzelnen Teilnehmern, also dir und deinen Freunden, hat eine wichtige Funktion. Sie verbindet, um im Notfall einander helfen zu können. Wenn dir das Seil aber am Arsch vorbeigeht, ist es der sichere Unfall einer ganzen Seilschaft. Am Seil muss also das Seil stets straff geführt werden. Achtung, straff heißt nicht unbedingt auf Spannung. Spannung ist nämlich grundsätzlich immer recht unangenehm für den Vordermann. Deshalb sollte das Seil vor und hinter einem nicht am Boden schleifen. In der Mitte zwischen einem selbst und dem Vordermann kann je nach Seilschaftsgröße das Seil eventuell ein wenig durch den Schnee ziehen. Wird die Spannung immer weniger, muss der Vordermann schneller bzw. der Hintermann langsamer gehen. Ganz logisch. Das folgende ist ein persönlicher Tipp von mir, der sich seit Jahren bewährt, wenngleich manche meinen, dass das vielleicht etwas absurd klingt. Aber fangen wir von vorne an. In einer Seilschaft ist die richtige Anordnung der Teilnehmer wichtig. In meinen Seilschaften gilt immer folgendes Prinzip. Jene Person mit der meisten Erfahrung oder ein Ortskundiger führt die Seilschaft vorne an. Diese Person trägt aber auch die volle Verantwortung. Sie entscheidet über Routenwahl, Linie, Tempo und Vorgehen. An zweiter Stelle geht immer die langsamste Person, egal wie viel oder wenig Erfahrung die auf den Gletschern jetzt schon hat. Denn die gibt dem Ersten am besten das Tempo vor. Alle Hinteren können sich so auch leichter auf das Tempo einstellen, da sie die Person vor sich sehen. Alle weiteren ordnen sich so an, wie sie wollen, jedoch sollte die letzte Person immer jemand sein, der, wie auch die Nummer 1 ganz vorne, recht viel Plan vom Gesamtvorhaben hat, denn damit kann die letzte Person immer ein wenig einschätzen, ob vielleicht ein Fehler im Vorhaben vorliegt oder in der Route oder wie auch immer. Der letzte Mensch einer Seilschaft hat in der Regel nämlich einen gemütlichen Spaziergang vor sich, weshalb er sich gut auf Orientierung, Wetter und Routenwahl konzentrieren kann. Ganz allgemein ist aber wichtig, dass man für sich selbst als Seilschaft einen gesunden und harmonischen Aufbau finden muss. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Vorgehensweise. Es gibt natürlich auch Leute, die würfeln ihre Seilschaft zusammen, wie sie sich eben ergibt. Aber persönlich finde ich da etwas Organisation im Vorfeld schon deutlich besser, um eben keine Probleme heranzuzüchten. Der richtige Abstand, die richtige Seillänge, die richtige Kommunikation und die richtigen Leute an der richtigen Position, dann kann am Gletscher fast nichts mehr schiefgehen und es wird ein abenteuerliches Spektakel mit viel guter Laune. In diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet am heutigen Tag ein wenig für euch und eure künftigen Seilschaften mitnehmen. Wie sieht das denn bei euch so aus? Wie wollt ihr am Gletscher unterwegs sein und vor allem mit wem? Freunden, Familie, völlig Fremden? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne, wunderschöne Zeit. Vergesst nicht, die Alpenakademie mit einem kleinen Beitrag in Form eines Kaffees zu unterstützen, wenn euch die Inhalte interessieren und weiterhelfen. Und ganz wichtig, den Kanal hier zu abonnieren. Bergheim!